Gibt's irgendwas Neues? Oh, jede Menge. Aber nichts, das interessant wäre. Unser Kampf ist noch jung. Aber keine Sorge, Intrigen zeugen Nachkommen. Ihr seid schrecklich. Oh, ich weiß. Da seid ihr ja. Ich habe euch schon überall gesucht. Ihr kommt gerade noch rechtzeitig. Wir hätten beinahe ohne euch angefangen. Womit hättet ihr beinahe ohne mich angefangen? Seht mal, wer hier ist, Leute. Teilt schon mal aus, Rüschchen. Hoffentlich kann ich das überhaupt noch. Es ist ewig her, dass ich Sündenfall gespielt habe. Setzt euch. Wir können gleich anfangen. Spielen wir jetzt Karten oder was? Sind 3 Dragos besser als ein paar Schwerter? Das weiß ich nie. Sucherin, habe ich nicht gesagt, ihr sollt niemandem euer Blatt zeigen? Dazu gehört auch, dass ihr es nicht rausposaunt. Er hat eine Krone auf dem Kopf und ein Schwert in der Hand. Aber beides wollte er nicht. Redet nicht mit den Bildkarten, Kleiner. Ihr scheint schon genug Mitspieler zu haben. Ich muss mich um 1000 andere Dinge kümmern. Geld zu verlieren ist entspannt und formt den Charakter. Versucht es. Löckchen, wenn irgendjemand dringend einen Zeitvertreib braucht, dann ihr. Geber fängt an. Oh, ich glaube, ich steige ein mit 3 Kupferlingen. Oder findet ihr, das ist zu gewagt? Vielleicht reicht einer. Nein, alles oder nichts. 3 Kupferlinge. Ernst? Wer steigt denn mit 3 Kupferlingen ein? Silber oder gehen? Klingt gut. Ich bin dabei. Ihr blufft doch, oder? Ich geh mit. Ich auch. Und? Seid ihr dabei? Natürlich. Ihr gebt, Josephine. Oh, wunderbar. Schön, dass ihr mitspielt. Euer Einsatz, Inquisitor. Also ist dieser arme Rekrut in Unterhosen in den Speisesaal gerannt. Und dann wurde es totenstill, als ihn 70 Magier und 30 Templer gleichzeitig anstarrten. Irgendwann begann sie dann vorsichtig zu klatschen, bis sie schließlich alle standen und ihm stehende Ovationen gaben. Und was hat er gemacht? Salutiert. Dann hat er auf seinen Hacken kehrt gemacht und ist hinausspaziert, als wäre er in voller Rüstung. Das kann nicht sein. Guter Mann. Ihr verscheißert uns. Genau so ist es gewesen. Sowas könnte ich gar nicht erfinden. Das wäre viel zu absurd. Ich glaube, wir brauchen noch eine Runde Getränke. Ich hol sie. Fangt nicht ohne mich an. Und der Geber bekommt alles. Ich habe schon wieder gewonnen. Gebt nochmal. Ich kenne jetzt alle eure Manierismen, Lady Botschafterin. Kommandant, jedermann weiß, dass eine Lady keine Manierismen hat. Dann wollen wir mal sehen, ob eure Glückssträhne noch eine Runde anhält. Noch eine Chance, meine Würde zurückzugewinnen. Ich bin dabei. Kein Wort, Zwerg. Ich hab euch gewarnt, Löckchen. Legt euch nie mit Antivanern an, Kommandant. Ich steige aus. Ich will schließlich nicht, dass unser Kommandant wie ein geprügelter Hund in die Kaserne zurückschleicht. Tja, ich schon. Er geht ab. Ich wusste nicht, dass er abgeht. Ich bin froh, dass ihr euch heute Abend zu uns gesellt habt. Immerhin seid ihr allzu leicht mit dem Inquisitor zu verwechseln. Ich habe es genossen. Seht ihr? Das meine ich. Man vergisst allzu schnell, dass ihr nicht nur ein Symbol seid, wie diese Statuen von Andraste mit ihren Feuerschalen.
Ich jedenfalls. Spielen wir noch eine Runde, wenn das hier alles vorbei ist, Inquisitor? Das lasse ich mir nicht entgehen. Es wird mich zwar einige Mühe kosten, Kallen zu überreden, aber vielleicht kann ich ihn ja mit der Aussicht auf Revanche ködern. Was los? Habe ich gewonnen?